Ich, ist ja nicht wirklich eine spaßige Abteilung, wo wir hier sind. Ich fühle mich hier dezent unwohl. Ey! Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben, aufgeweckt. Warte. Hört man auch mit diesen Geräuschen, ja? Das ist nicht lustig. Metallreste. Ah. Der hängt auch ein bisschen länger schon. Wie unangenehm. Olli. Ihr könnt hier nicht rein. Jetzt war das ja auch nicht so. Nein, ich muss erstmal Mini für die Pistole verbrennen. Einen Moment, ich muss nachladen. Holy shitty! Da sind noch mehr. Oh, schnell einsperren wieder. Nein, ich muss ein Mann sein. Ich muss ein Mann sein. Oh Gott. Oh Gott, ich bin über den Mann. Brauchst dich da gar nicht zu verstecken. Ich hab doch schon längst gesehen. Schnauze. Wow, pass mal auf in dem Ding. Wo kommt der nächste? Will keiner mehr. Ja, das ist aber voll dunkel hier, Leute. Das ist unfair. Oh, ich hab eine Rohrbombe und ich weiß, wie man sie einsetzt. Jetzt zeigt euch doch mal. Ihr müsst euch doch nicht verstecken. Ich bin dann auch nicht wirklich in Schönheit, aber... So. Oh, Ingrid. Dankeschön.
Nee, er kommt sogar aus dem Boden herab. Ich weiß nicht auch, warum man sich den Mund ja auf einmal findet. Aber ist ja nicht normal mit euch hier. Das kann man ja schwierig. Hallöchen. Bah. So. Ich kann hier nur die Kisten mal aufmachen. Mensch, 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 Leute hier. Immer so ein großer Aufriss. Ich mag einfach keine Keller. Keller haben so schon was Gruseliges an sich. Na toll. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ich bin da mal weg. Ich will Blut. Warmes, feuchtes, rotes Blut. Nee, willst du nicht. Wo willst du hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Bitte was? Ohne Gewichte. Aua! Hilfe! Meine Verrückte! Ich fühle keinen Schmerz. Ein Moment, ich muss mich erstmal verarzten. Ja, tu. Ich glaube es nicht. Au. Du wagst es, uns herauszufordern? Da ist auch schon die erste Madame flöten hier. Haben wir noch Pistolenmuni, sehr schön. Weiß nicht, können wir jetzt nochmal zurück und uns noch ein bisschen mehr umschauen? Aha, siehst du, da haben wir nämlich auch noch Flintenmuni. Ich will auf alle Fälle nochmal hier längs. Guck mal, da sind nämlich auch noch eine Kiste. Wer klopft hier? Warum auch immer. Kristallener Torso. Der muss aber bestimmt auch nicht was wert sein. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann kommen wir zurück. So. Da scheint hier wohl die Fleischkammer zu sein. Ach Mann. Immer diese scheiß Starttaste. So, wir machen noch mal hier ein bisschen was und davon ein bisschen was.
Und dann schauen wir uns das mal an. Kristalline Überreste von einer der Töchter. Steht einfach nur wertvoll drauf. Sieht aber wirklich sehr wertvoll aus. Achso, warte mal. Vielleicht kann ich hier irgendwas untersuchen. Und weil sie hat ja so einen Stein da auf der Brust. So, warte mal erstmal so rum. So. Dann in der Schädel. Die Weinflasche. Sehr schön. So, schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr gesehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Nein! Nein. Das ist eine Bombe auf die Kiste. So. Aber noch rostige Reste. Sehr schön. Hallöchen. Leicht knacken. Oh. Rückstoßkompensator. Na ja, geil, Alter. Da tauchen wir doch mal gleich auf da. Sehr schön. Zack und ein Erfolg, Büchsenmacher. Schön, das freut mich. Das freut mich. Endlich hat sich die... Dein Ernie. Und dann haben wir hier keine Schublade, die sich damit öffnen lässt. Aber die hier. Oh nein, wir haben auch nur einen Liter. Oh nein. Man muss also immer einen neuen holen. Das ist doch kacke. Engelsstatue aus Holz. Gleich mal untersuchen hier. Eine liebevoll aus Holz geschnitzte Engelsstatue. Achso, wir haben da ja noch die Halskette. Was ist das? Das ist irgendwie so ein Kiefer mit Zähnen dran. Naja. Man weiß ja nie, Leute. Weißt du, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wenn ich das jetzt richtig... Luftzug durch. Löchern! Aha. Wir brauchen einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Hallo. Waren wir da eigentlich schon? Ne, wir waren doch. Ach stimmt, ja, okay. So. Habe ich das hier eigentlich nicht kaputt gemacht? Man weiß es nicht. So. Sehr schön. Eieieiei. Noch ein Raum. Noch mehr Schießpulver. Können wir eigentlich? Jo, können wir, machen wir.
Hofschlüssel. Leute. Jetzt geht das los hier. Irgendwas passiert hier doch gleich. Oder? Geräusche. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Ja. Wir haben aber auch noch keine so eine Kugel hier, ne? Okay. Soll ich etwas für dich auswählen? Nein, brauchst du nicht. Das kann ich habe gerade aufgestockt. Ja, das ist doch schön. So, dann vertickern wir den Schädel, den Torso, die Engelstatue und die Halskette. Das sollte reichen. So, und dann kaufen wir uns gleich mal vorsichtshalber den Koffer. Und rüsten nochmal die Waffe auf. Aber welche? Welche wollen wir aufrüsten? Nehmen wir doch einmal die hier, nicht? Magazingröße ist eigentlich auch nicht schlecht. Ach komm, machen wir mal Magazin. Oh, Magazingröße. Feuerrad oder Nachladen? Für Nachladen geht schon schnell genug. Überlass das mir. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Wie viel haben wir noch? Pistolenmuni haben wir noch 86. Ne, Vorräte. Warte mal, was? Pistolenmuni vorrätig 15. Reicht nicht. Auf Wiedersehen. Nee. Bei ihm sind 15 vorrätig. So. Ja, gut. Dann speichern wir jetzt nochmal. Warte mal, was. Die da jetzt rote Flecke, die Pistole? Die hat jetzt rote Flecke, ne? Eine blutige Pistole. Na gut. So. Haben wir das richtig gespeichert, ne? 17:04 kommt hin. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das erstmal für heute. Das Spiel ist echt der Hammer. Sieht auch mega gut aus, vor allem die Grafik. Die ganzen Details und. Oh, ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. So, dann.